Nachdem der letzte Part von einem behinderten Stück Scheiße aufgenommen wurde, bin ich jetzt frisch zurück und lege los. Yippie! Ja, wir machen weiter in der Spielzeugschachtelgalaxie. Spielzeug! Der Weihnachtsmann kommt. Ich bekomme Spielzeug. Was bekommst du? Eine Holzeisenbahn. Und du? Ein Nintendo 3DS. Bist du low? Ich hab ne Switch. Was ist das denn? Hä? Komischer Planet. Mario trifft Mario. Beide tot. Ja. Beide tot. Keine Lust. Den Zug nehmen. Die Deutsche Bahn. Kommt eh zu spät. Heute machen wir ein bisschen fixer hier, nachdem der letzte Part so ellenlang war. Vielleicht war es auch nicht, keine Ahnung. Immer noch die gleiche Session. Hab nur eine Pause gemacht, was getrunken, durchgeatmet, meditiert und jetzt geht's weiter. So. Okay. Ja. Geh mal her hier, Sternteile. Bam, bam. 30 reicht doch bestimmt. War ja ein Gourmet-Luma. Den werde ich jetzt mal füttern. So, Hölle. Jetzt komme ich jetzt zu dem. Wo waren der nochmal? Hm? Ja. Wie viele willst du? La la la. La la la. Du das. Sterni. Sterni-Sales. No yeah. Ganz viele davon will ich essen. Mhm, voll süß. Yo. La la la. La la la. Komm schon. Gib mir ein paar Sternteile. Gib's mir. Komm, komm. Sternteile. Yeah. Wenn ich 50. Ich soll dir 50 in deinen Mund stecken, ernsthaft? 50! Okay. Und die Dinger geben Münzen, oder? Okay, die geben nur Münzen. Komme ich jetzt Sternenlange her? Wo war das jetzt aber? Warum? Hä? Wie komme ich in Sternenlange her? Egal, wir machen die normale Mission. Ist ja jetzt wurscht. Hier hatten wir noch einen. Und da hatten wir noch einen. Oh, da ist der Star. Na komm. Jetzt los. Und wir landen bei Mario. Wir müssen Silbersterne sammeln. Speedrun! Da muss ich einmal kurz einen Hit einstecken. Das war nicht so geplant, aber wir haben schon 4. Da haben wir ihn. Heute machen wir ein bisschen auf Speed. Wisst ihr, wir haben jetzt schon den ersten Stern nach 4 Minuten. Letztes Mal waren das 14 Minuten, dass wir für den ersten Stern gebraucht haben. Ich habe übrigens immer noch nicht die Batterien in meiner Fernbedienung ausgewechselt. Könnte sein, dass diesen Part einfach die Fernbedienung leer geht. Dann tut mir leid. Guck, da ist schon das Zeichen. Da ist schon das liebenswerte Zeichen. Mit dem tollen Soundeffekt. Oh yeah! Spielzeugschachtel. Ja, wir können mal speichern. So. Doch, in diesem Part gilt wieder, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren, dann war's das. Wenn euch der Part gefällt, aber erst am Ende, ist mir immer ganz wichtig, erst am Ende liken. Es sei denn, ihr seid so Leute, die sagen, ich vergesse es immer zu liken, nach einem Video, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Lalala, lalala, komm schon, gib mir ein paar Sternteile, oh yeah, ich brauch 1000. 1000 rein in meinen Mund, oh yeah. Verwandle ich mich, yeah.
Was hast du denn? Sound. Das war's. Oh yeah, mein Bauch ist voll. Boah, es ist süß, Digga. Ich bin voll fett geworden. Ey. Ich muss wieder abnehmen. Voll aufs Laufband, yo. Verwandlung. Nicht aufs Laufband. Workouts. Viel effektiver als Laufen. So. Hab ich auch für mich gemerkt. Dass Workouts effektiver sind als Laufen. Ist dein Lieblingspilz? Darf ich das? Hier darf man sich natürlich aussuchen, welchen man nimmt. Geist? Oder Biene? Aber ich würde sagen, da wir die Biene schon zur Genüge im letzten Part gesehen haben, nehmen wir jetzt die Biene. Das gibt Sinn, oder? Wenn wir sterben, nehmen wir den guten. Das überlebe ich nicht. Doch, nicht wirklich. Gut, wir nehmen den Buhu-Pilz. Es war wieder so klar. Misty, ich schwör dir, ich brauche deine Münze. Okay, komm her hier. Und A-Spam umzusteigen. Wasser tut mir nichts, oder? Als Geist. Also dieses Level war auf jeden Fall ein sehr geistreicher Einfall von Nintendo, muss ich ja mal sagen. Das ist doch kein Pilz, das ist ein Stern. Yeah, rennen. Renn, Mario, renn. Wie geht denn der aus? Geh aus. Danke. Ich höre nämlich die Musik nicht! Ach, Mann. Okay, man darf von hier starten. Wie beschränkt! Wie beschränkt kann man sein? Okay, wir haben noch ein Leben. Okay. Weiter rennen. Ja. Ja. Springen. Wenn man über sein Leben nachdenkt. Was ich auch nochmals erwähnen wollte, ich habe eine Facecam. Das habe ich, glaube ich, auch im Super Mario Maker Part erwähnt. Wenn ich die 100 Abos habe, dann würde ich auch natürlich aktivieren. Ist ja klar, oder? Ich bin ein voller Blödidiot. Diese Stelle ist so ungeistreich. Ich muss jetzt nochmal... Och nee, nicht Game Over. Ah, der nächste Kritikpunkt an dem Spiel. Man wird immer wieder ins Menü geschickt. Die Meditation wirkt nicht. So. Okay. 76 haben wir schon. Guck an. So. Dann gib mir mal bitte die Extra-Leben. Danke. Hier könnt ihr euch immer 5 Extra-Leben holen, falls ihr es noch nicht wusstet. Ich glaube aber schon, das Game ist nämlich 12 Jahre alt. Kein Bedarf. Bitte sofort. Ich habe jetzt keinen Bock. Komm schon. Musste immer so lange reden. Leute, die nicht aufhören können zu reden, ey.
merke, wie trocken mein Mund ist. Unbedingt was trinken. Unbedingt. Muss halt auch noch Sport machen. Hilfe. Nein, hier muss ich doch gar nicht hin. Ich wollte doch keinen Sternteil verschießen. Macht ihr übrigens auf B. Einfach irgendwo hinzielen. Und schießen. Ich denke, in irgendeinem Part werde ich auch den Zwei-Spieler vorstellen. Fliegt mich. Fliegt dorthin, wo wir die Sterne finden. Nimm sie mit. Lass keine Zeit verrinnen. Wir werden bei dir sein. Auf der Suche nach den Power-Stern. Yeah. Wer kennt's? Schreibt in die Kommentare, wo das ist. Ich kann es natürlich jetzt sagen, aber ich löse im nächsten Part auf. Was ich übrigens auch noch sagen wollte, ab Part 18 ist in jedem Thumbnail ein Powerstern versteckt. Jo, wir suchen. Ich laufe gegen. So, gib mir jetzt den Nudels. Ich muss jetzt Münzen suchen. Nein, nein, nein. Münze? Ja, sehr gut. Und da komme ich auch. Hau ab, Geist! Siehst doch, dass ich die Zunge rausstrecke. Ich bin nicht gerade sehr höflich. So, ich würde sagen, wir probieren, einfach als Geist hochzukommen. Hä? Was ist denn das für ein Betrug? Na moin. So, wie machen wir das am besten? Wir müssen ja irgendwie zum Stern kommen. Und so schwer war das nun wirklich nicht. Oh Mann. Blöd. Wie blöd kann man eigentlich sein? Naja. Wir haben es geschafft. Alles ist gut. Wir machen weiter. Wir müssen ja noch was in der, wie heißt es, Spielzeuggalaxie erledigen. Wir sind bei 12 Minuten. Passt also noch alles. Nicht so wie im letzten Part. Nicht an den letzten Part denken. Keine negativen Gedanken. Positiv. Übrigens, ich wollte mich mal bedanken. Wir haben jetzt die 67 Abonnenten. Ja, in einer Woche werden es wieder 64 sein. Nein, nein, nein. Keine negativen Gedanken. Ich habe keine negativen Gedanken. Was? Ja. Nee, aber danke dafür. Wirklich Props an euch. Und auch im letzten Stream. 12 Daumen nach oben. Wahnsinn. Wahnsinn. Das sind Zahlen für mich. 12. So alt war ich vor 4 Jahren. Nee, okay. Das gibt absolut keinen Sinn. Aber ist schon echt hoch für mich. Dann gab es wieder so Schlauberge, die geschrieben haben. Aber andere haben 1000. Das ist mir im Prinzip eigentlich komplett egal, weil die erstens schon seit keine Ahnung wie lange auf YouTube sind. Und zweitens schon keine Ahnung wie lange auf YouTube sind. Und drittens schon ein bisschen mehr Abonnenten haben. Und viertens keine Ahnung wie lange schon auf YouTube sind. So. Sternteile, Sternteile, schön von den Löffeln. Ja, ja. Ich glaube, man kommt hier hoch ohne den. Und da ich keinen Bock habe, machen wir das auch. Ach, komm schon. Na, ja. Ich weiß, dass meine Batterie bald leer ist. Was tust du? Was tut Mario? Bitte, komm schon. Yippie. Ui. Aber es ist doch die Spielzeuggalaxie. Warum sind hier Süßigkeiten? Komm schon, jetzt rüber da.
Junge, es ist nervig. Rüber. Rüber. Jetzt kommt ja die nächste Schokoladentafel. Viele Sternteile. Oh mein Gott, da ist eine Lücke. Der hat einen Reifen verloren. Ach, jetzt. Kann ich ihn irgendwo verlieren hier? Egal, wir hopsen hier rum. Von Orange zu Orange. Von Mann zu Mann. Okay, weiter geht's. Wo sind da so eine Eisviecher? Komm hier, ja, ja, Sternteile. Nee, gar nicht. Lollipop, Lollipop, Lolli, Lollipop. Ist jetzt wieder krumm da, das darf nicht sein. Hallo? Und wir ballern. Nein. Okay. Wir sind auf einer Torte. Mach die Kerzen aus. Müssen wir das nicht machen? Oh nee, man muss alle Gegner besiegen, oder? Bam. Anvisierte Stampfattacke. Was macht der denn da unten? Oh, Double Kill! Eine Kerze wieder angegangen, weil. Ja, weil einer. Ach nee, das sind mehr als vier. Ich bin halt einfach beschränkt. So, wir sind bei 5 Minuten. Das passt. Nach der Mission ist Schluss. Du bist jetzt nur noch. Den Bossos. Das ist wieder dieser hässliche Maulwurf. Nur jetzt schießt er keine Seifenblasen, sondern keine Ahnung was. Ja, genau. Ich möchte, dass du eine Stampfattacke machst. What the fuck? Das ist ja asozial. Okay, wir wollen uns direkt das nächste Sechserleben. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Mario ist echt, echt. Und? 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 Bam! Da hast du. Bam! Ja, ja. Lade dich elektrisch auf. Joa, mach doch. Bam! Ich frage mich, warum sie da nicht irgendwie Bum Bum oder so reingesetzt haben, aber gut, der kam auch erst wieder in 3D-Land zurück. Na komm. Geh auf dieses dämliche Bonbonglas drauf. Und da haben wir ihn! Und damit verabschiede ich mich von diesem tollen Park. Vielen Dank fürs Zugucken.
Lasst gerne ein Abo da, die Glocke, ein Like. Das würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Super Mario Galaxy. Ciao, Leute. Bis dann zu einem neuen ASMR-Video. Ich haue gerade zwei Wii-Fernbedienungen aneinander. Tschüss, Leute.